Oh, weiter geht's mit der einzig wahren Final Fantasy 7 Version. So, ja, in der Pixel D-Make von Final Fantasy 7. Wir sind gerade aus dem Reaktor 1 gekommen, der hochgegangen ist, und sitzen jetzt im Zug mit unseren Freunden und Weltrettern. So, hört auf, euch wie Kinder zu benehmen. Setzt euch hin und haltet die Klappe. Hey, Cloud. Möchtest du dir das mit mir zusammen angucken? Es ist eine Karte von Midgar. Von Midgars Schienensystem. Ich kann es dir erklären. Ich mag so ein Zeug. Bomben und Monitore. Weißt du, so hellen Kram. Abgefahrenen Kram. So, das ist ein komplettes Modell von Midgar. Die Hauptstruktur hält die Platte oben. In der Mitte. Und da sind noch andere Unterstützungseinrichtungen in jedem Sektor. Die 8 Reaktoren versorgen Midgar mit Elektrizität. An jedem Checkpoint sind ID-Sensoren aufgestellt. Die prüfen die IDs und den Hintergrund von jedem Passagier im Zug und sind verlinkt mit der Hauptzentrale bei Shinra. Also jeder der die Leute, die verdächtig wirken, haben gefälschte IDs, so wie wir. Wenn man vom Teufel spricht, dieses Licht bedeutet, dass wir einen Checkpoint erreichen. Wenn das Licht ausgeht, weiß man nie, was für komische Kreaturen auf einmal rauskommen. Wie auch immer, wir sind fast zurück. Von hier aus kann man die Oberfläche sehen. Diese Stadt hat weder Tag noch Nacht. Wenn diese Platte nicht da wäre, würden wir den Himmel sehen. Eine schwimmende Stadt. Ein sehr seltsames Konstrukt. Hätte niemals gedacht, so etwas von dir zu hören. Du steckst voll Überraschung. Die Oberwelt. Eine Stadt auf einer Platte. Und wegen dieser beschissenen Pizza müssen die Leute darunter leiden. Und die Stadt darunter ist voll mit vergifteter Luft. Und obendrauf ziehen die Reaktoren täglich die Energie vom Planeten. Dann warum verlassen die Leute nicht einfach diese Platte? Keine Ahnung. Vielleicht weil sie nicht das Geld haben oder weil sie ihr Land lieben, egal wie verdreckt es ist. Ich weiß, niemand lebt gerne in Slums. Es ist wie dieser Zug. Er kann nur dorthin gehen, wo die Schienen ihn hinleiten. So, alle raus hier! Die Mission war ein Erfolg, aber setzt euch nicht auf eure Lorbeeren. Der nächste Teil wird schwieriger. Also lasst euch nicht von der Explosion einschüchtern. Die nächste wird größer als diese. Wir treffen uns im Versteck. Ausschwärmen! Gut, dass sie jetzt nochmal zeigen, wo der Ausgang von diesem Zug ist. Ich wäre sonst hier super aufgeschmissen und wir würden jetzt 50 Minuten im Kreis drehen. Ach, wir gehen von alleine. Auch gut. Ich dachte gerade eben, was ist das denn für eine komische Mucke? Aber das ist tatsächlich die richtige Mucke. Ach, herrje. Okay, da kommen wir nicht rein. Hier ist vermutlich der siebte Himmel, wo wir rein müssen. Hier geht es zum geht es zur Platte hoch. Verstehe. Ich gehe jetzt einfach. Ich spiele mal einfach so, als würden wir alle wissen, dass wir wie Final Fantasy 7 ist und was man hier so finden kann und so weiter. Und genauso
machen wir das einfach. Weil Final Fantasy 7 ist jetzt nun mal so alt und ich habe das mittlerweile so oft durchgespielt. Manche Texte versuche ich einfach nur sinngemäß zu übersetzen. Ich versuche mir den ganzen Kram gar nicht groß zu merken oder so, weil das, ich denke halt eben so ein bisschen, das bringt auch nichts. So, hier gibt es wahrscheinlich Materia. So, brauchen wir ein bisschen Zauberzeugs. Oh, erweitert. Krass. Ah, okay. Verstehe. Wir können hier nur dafür sorgen, dass die Materia aufgewertet wird, aber nicht, dass wir neue Materia bekommen. So. Auch Schwerter können nur aufgewertet werden. Das ist tatsächlich mal ein interessantes Level-Up-System, finde ich hier. So, und was kriegen wir hier? Hier können wir Sachen kaufen. Ach du Scheiße, ist das teuer! Alter, aber wie wir hier einfach schon... Wie wir hier einfach schon das Mithril-Schwert kaufen könnten. Also irgendwie habe ich jetzt Bock, ein bisschen leveln zu gehen. Einfach nur um... Grafikfehler. Einfach nur um hier so ein bisschen das Item zu catchen. Aber gut, gehen wir doch mal hier in den siebten Himmel. Hallo, Marlene, willst du Cloud etwa nicht sagen? Willkommen zu Hause, Cloud. Sieht aus, als ob alles gut gelaufen ist. Tut mir leid über Marlene, sie ist ein bisschen schüchtern. Hast du mit Barrett gekämpft? Dieses Mal nicht. Du bist groß geworden. Wenn wir klein waren, warst du immer bereit zu kämpfen. Blumen? Oh, wie nett! Ich habe fast vergessen, wie die aussehen hier in den Slums. Aber eine Blume für mich? Oh, Cloud, das wäre doch nie nötig gewesen. Kein großes Ding. Danke, Cloud. Die riechen wundervoll. Vielleicht, sollte ich meinen Laden damit, mit Blumen ausstellen. Am Bahnhof. Ja, am Bahnhof ein bisschen leveln. Das mache ich aber erst, wenn hier Tifa und Barrett bei mir in der Gruppe sind, würde ich sagen. Dann lohnt sich das auch mehr. So, was wollen wir denn? Hier haben wir ein Item-Käufer. Ach, wie geil. Die kosten echt nur 10. Low Mega. Mega. High Mega. Und Ether. Ich glaube, wir bleiben erstmal bei Potions. Ah, nee, komm. Erstmal alles an Geld in die Potions stecken. 500 Lebenspunkte sind schon eine krasse Nummer, finde ich. So, da hinten scheint es wohl weiter zu gehen. Achso, ja klar. Ich doof. Damit wir triggern, müssen wir natürlich hier erstmal rausgehen. Weil dann kommt nämlich Barrett um die Ecke. Papa, willkommen zu Hause. Marlene. Bist du in Ordnung, Barrett? Großartig. Geht rein, ihr Idioten. Wir starten jetzt mit dem Meeting. So, am Bahnhof werde ich leveln, genau. Also hatte ich zumindest überlegt, dass ich das dort tue. Ich bin glücklich darüber, dass du es heile zurückgeschafft hast. Was ist mit dir? Das war nicht unbedingt ein harter Job. Ich glaube nicht. Du warst bei Soldat. Du hast sicherlich, sei sicher, dass du dein Geld von Barrett bekommst.
Mach dir keine Sorgen. Sobald ich das Geld habe, bin ich weg von hier. Cloud, fühlst du dich gut? Ja, warum? Ach, nur so. Siehst ein bisschen müde aus. Solltest nach unten gehen. Ja, ja, müde. Was für ein Versteck. Einfach eine Tür im Hintergrund. Die nächste Mission wird den Reaktor 5 hochjagen. Cloud, du warst großartig. Wirst du denn nicht nervös? Oder hast du irgendwelche Gefühle dabei? Das kann es doch nicht gewesen sein. Ups, hey, guck mal in den Nachrichten. Was für eine Explosion. Denkt ihr, es war alles von meiner Bombe? Aber ich hab's so gemacht, wie der Computer es mir gesagt hat. Oh nein, ich muss mich verrechnet haben irgendwo. Ja, Cloud, das ist etwas, was ich dich fragen wollte. Waren da irgendwelche Leute von Soldaten dabei, die gegen uns gekämpft haben? Nein. Da bin ich mir sicher. Ja, du scheinst dir ziemlich sicher zu sein. Wenn da irgendjemand von Soldat dabei gewesen wäre, würden wir jetzt nicht mehr hier stehen. Denk bloß nicht, dass du eine große Nummer bist, nur weil du bei Soldat warst. Ja, du bist vielleicht stark. Vielleicht ist jeder, der bei Soldat war, stark. Aber vergiss nicht, dass dein blanker Arsch jetzt für Avalanche arbeitet. Komm bloß nicht auf die Idee, wieder zurück zu Shinra zu gehen. Bei Shinra zu bleiben? Du hast mir eine Frage gestellt und ich habe geantwortet. Das ist alles. Ich gehe nach oben. Ich werde über mein Geld reden. Warte, Cloud. Tifa, lass ihn doch gehen. Sieht aus, als würde er immer noch Shinra vermissen. Halt die Klappe. Ich mach mir keinen Kopf über Shinra oder Soldat. Aber versteh mich nicht falsch. Ich mach mir auch keinen Kopf über Avalanche oder den Planeten oder was auch immer. Hör zu, Cloud. Ich frag dich. Bitte tritt uns bei. Tut mir leid, Tifa. Der Planet stirbt. Langsam, aber sicher ist er am Sterben. Irgendwer muss etwas unternehmen. Dann soll Barrett und seine Leute das doch tun. Das hat nichts mit mir zu tun. Ach so, du willst einfach gehen. Du kommst einfach, du gehst einfach und ignorierst unsere Kindheitsfreundschaft? Was? Wie kannst du so etwas sagen? Hast du vergessen, was du mir versprochen hast? Versprochen? Du hast alles vergessen. Cloud, es war vor 7 Jahren. Wo Shibi Cloud und Shibi Tifa sich das letzte Mal gesehen haben. Tut mir leid, ich bin spät dran. Du sagtest, du wolltest mit mir über irgendwas Wichtiges reden. Also kam ich zu dem Brunnen. Ich verlasse die Stadt nach Midgar. Ich gehe nach Midgar. Alle Jungs verlassen die Stadt. Doch bei mir ist es anders. Als bei den anderen. Ich werde nicht bloß einen Job finden. Ich werde Soldat beitreten und der Beste werden, wie Sephiroth ist oder war. Er war der Beste aller Zeiten. Komm, schnapp sie die Diener. Sephiroth. Der große Sephiroth. Ist es schwer, Soldat beizutreten? Ich werde vermutlich eine ganze Zeit lang nicht in die Stadt zurückkommen. Wirst du dann auch in einer Zeitung stehen? Ich werde es versuchen. Warum geben wir uns nicht ein Versprechen? Wenn du wirklich berühmt sein solltest und ich bin irgendwo und ich werde irgendwo in Schwierigkeiten sein, kommst du und rettest mich, okay? Was?
Wann immer ich in Schwierigkeiten bin, soll mein Held kommen und mich retten. Das wollte ich schon immer mal erleben. Was? Komm schon, versprich es mir. In Ordnung, ich versprech's dir. Du erinnerst dich also? Unser Versprechen? Ich bin kein Held und ich bin nicht berühmt. Ich kann dieses Versprechen nicht einlösen. Aber du hast deinen Kindheitstraum erreicht, oder? Du bist Soldat beigetreten. Also los. Du hast mir dieses Versprechen gegeben. Warte mal einen Moment, großer Soldat. Ein Versprechen ist ein Versprechen. Hier. Gott, 1500 Gil. Das ist mein Sold? Mach dich nicht über mich lustig. Was? Du bist dabei? Du bereitest die nächste Mission vor. Für 3000 mach ich's. Was? 2000. Danke, Cloud. Guten Morgen, Cloud. Hast du gut geschlafen? Barrett hat ziemlich lange Schnarchen hat mich wach gehalten. Unser Ziel ist der Reaktor 5. Geh zum Bahnhof. Wir gehen dort zum Zug rein und so. Und dann fahren wir da hoch. Marlene, du wachst über diesen Laden. Okay, viel Glück. Ach, nur jetzt tiefer dazugekommen? Ja, blöd. Aber egal, jetzt können wir uns zumindest ein geiles Schwert holen. So, ich hatte mir gedacht, vorm Release vom Teil 2, den ersten Teil vom Remake, nochmal zu spielen. Finde ich nicht verkehrt, werde ich glaube ich aber nicht machen. So. Nein, ich will keine Erweiterung. Eigentlich wollte ich eine neue Waffe haben, die bekomme ich aber hier. Scheinbar. Oh, ich komme immer noch nicht damit klar, dass ich mit Kreis Sachen verkaufe. Oder kaufe. Aber mir fehlen echt 30 für das krasse Schwert hier unten. Moment. Habe ich irgendwie die Möglichkeit, kann ich Clouds Buster-Schwert ablegen? Ja, kann ich. So, das gibt 41 Punkte scheinbar. Und dann kaufen wir uns jetzt das große Ding sie. Warum habe ich jetzt auf einmal 1592 Geld? Das hatte ich schon die ganze Zeit. Macht ja nichts. So, verkaufen. Waffe. Buster-Schwert. So, die Lederhände geben 31. Aber hier gibt es jetzt natürlich auch nichts, was wir tiefer geben können, ne? Ne, das sind nur Waffen für Cloud. Aber das macht ja nichts. So, ausrüsten. So, Cloud braucht jetzt ein neues Schwert. Und macht jetzt vermutlich doppelt so viel Schaden wie vorher. So, das ist perfekt. Dann lasst mal gucken, ob wir hier ein bisschen Monster klatschen können. Oh nein. Cloud, hier ist der Zug. Pass auf dich auf. Ich warte am Zug auf dich. Gut. Ich will hier lang. Weil. Was? Ach nein. Ich kann da nicht hin.
Weil es dazu gefällt. Ah, hier gibt's aber auch Kämpfe. Gut. Umso besser. Aber der Schaden ist auch eher so mittelmäßig, den er hier macht, ne? Ah, ich habe noch was vergessen. Der Noobie-Bereich in dem Spiel. Was hatten eigentlich Tifa für Magie? Arrow und Gale. Wahrscheinlich Wind 2 einfach nur. Ah, das ist echt unverschämt, wie viel Schaden die schon machen und so. So, dann gucken wir uns nochmal ganz kurz den Newbie-Bereich an, der uns eigentlich erklären sollte, wie dieses Spiel funktioniert. Achso, der ist zu. Ja klar, ist der zu. Einfach baut den Newbie-Bereich einfach rein, einfach nur um zu sagen, den gibt's gar nicht. Sehr gut. So habe ich's gern. Das sind mir die Liebsten. Wie viel Gil habe ich denn bekommen? Alter, die geben ja auch nicht mal Gil, ne? Machen unverschämt viel Schaden. Aber geben nicht mal ausreichend Gil, damit man sich dagegen irgendwie wappnen kann. Das ist richtig bitter. So, ich probiere es jetzt einfach mal, indem ich alle davon angreife und hoffe, dass das irgendwas bringt. Ist schon übel das Spiel. Und der tritt einfach da, die tritt einfach daneben. Da passiert halt eben auch nichts, ne? Keine Animation oder sonst irgendwas. Irgendwie ein bisschen schade auch. So, Erfahrungspunkte. Naja, 149 Gil. Das reicht gerade so. Um einmal kurz. Ja, kann ich hier eigentlich irgendwo schlafen? Gibt's hier unten ein Bett oder irgendwie sowas? Irgendwas? Hier unten kann ich zumindest schon mal abspeichern. Das ist schon mal was Gutes. Wenigstens etwas. Aber es macht die Sache für uns echt nicht einfach, ne? Da kommen wir nicht lang. Moment, da oben gab es doch ein Haus. Und vielleicht gibt es in diesem Haus, da gibt es ein Bett. Können wir mal nicht nutzen. Nervig. Das ist doch richtig kacke. Richtig kacke Mist. Gibt's hier keinen, der sagt, ich heile deine Wunden oder so? Ach so, hey, lass mir dir etwas über Waffen erzählen. Wenn du Waffen benutzt, werden sie Erfahrungspunkte bekommen. Wenn sie ein bestimmtes Level erreicht haben, gehst du zum Waffenhändler und kannst deine Waffen verstärken. Ebenso für Magie. Cool, oder? Oh, und da gibt es eine Menge, ja toll, an Gasthäusern. Ach, die sind ebenfalls im Itemshop lokalisiert. Dann ist also hier oben. Nee. Schade. Okay, also es scheint wohl überall der Fall zu sein, nur nicht hier. Hey, du bist neu hier, oder? Lass mir dir etwas über Rüstung erzählen. Es gibt vier Arten von Rüstung, die dein
die du im Status-Screen sehen wirst, die ausgerüstet werden können. Die Rüstung, der Rüstungstyp wird angezeigt direkt bei der Ausrüstung im Shop. Sei sicher, dass du immer was ausgerüstet hast, bevor du gehst. Was du ausgerüstet hast. Und bevor ich es vergesse, du kannst ebenfalls Waffen kaufen. Okay, also, ja, wir haben jetzt ein bisschen was über den Waffenshop bekommen, aber gelernt, aber das hat uns überhaupt nicht geholfen. Schade, na ja, gut, dann wird das hier ein richtiger Kampf, muss ich sagen. Alleine wegen dem Leveling. Dann bleibt uns erstmal nichts anderes über, als zu speichern und mit Bix zu reden. Hier ist unser Zug, lasst uns gehen! Lasst gehen. Hey, sieht aus, als wäre das unser privates Abteil. Looks like this ain't no private car. Okay, lass uns aufteilen. Ah, die Rowdy schon wieder. Warum hab ich immer so ein Glück? Was hast du gesagt? Ich sagte, hast du etwas gesagt? Na, guck dir das an. Der mit seinem Anzug und so. Es ist leer hier wegen Leuten wie dir. Was? Hast du die Nachrichten nicht gesehen? Avalanche sagte, sie werden mehr Bombenanschläge durchführen. Nur eingeweihte Mitarbeiter wie mir würden zu so einem Tag noch zur Arbeit kommen. Du arbeitest für Shinra? Und ich werde nicht meinen Mund halten. Barrett! Ja, Mann. Du glücklicher du. Oh, ja, das war klar. Der arbeitet für Shinra. Ching Ching Shinra. Okay, was machen wir jetzt? Shit, the hell. Okay. Achso, die sind noch dabei, die einzelnen Waggons zu verbinden. Wir werden gleich abfahren. Also, was ist unser nächstes Ziel? Oh, guck mal, Mr. Ernst über die Arbeit. Alles klar, wir werden es dir erzählen. Da ist ein Sicherheitscheckpunkt an der Spitze der Platte. Es ist ein ID-Scan-System, welches alle Züge prüft. Und Shinra ist sehr stolz darauf. Wir können unsere Fake-IDs nicht mehr benutzen. So, guten Morgen und willkommen zur Midgar-Lines. Ankunftszeit in Sektor 4 Station wird um 11.45 Uhr sein. Das meint, wir haben noch 3 Minuten bis zum ID-Checkpunkt. Alles klar, 3 Minuten und wir springen raus. Verstanden? Das ist seltsam. Der ID-Checkpunkt war doch viel weiter unten. Sicherheitsstufe A. Unidentifizierte Passagiere entdeckt. Eine Suche aller Waggons wird eingeleitet. Was ist passiert? Was ist passiert? Wir stecken in Schwierigkeiten. Ich werde später erklären.
Schnell! Wir müssen in den nächsten Waggon. Ach, verdammte Scheiße, ich... Irgendjemand hat uns aufgehen lassen. Los geht's! Sie werden die Tür verschließen. Okay, verstehe. Jetzt müssen wir hier Stück für Stück weiterlaufen. Oder einfach zwei, drei Waggons weiterlaufen. Da stehen sie alle. Alles klar, sind wir bereit? Dann los. Wir werden hier rausspringen. Unheimlich, hä? Es ist zu spät, irgendwas dagegen zu sagen. Aber... Okay, ihr zwei. Wir haben dafür keine Zeit. Ja, ich behalte es im Kopf. Ich werde jetzt springen. Hui! Machst dir was aus, wenn ich zuerst springe? Jeder, der Anführer bleibt immer am Ende. Also hab keine Sorge über mich. Geh einfach. Später. Ihr müsst jetzt auf den, aufpassen. Gut. Soweit alles wie geplant. Lasst uns besser nicht die Wachen hier rauskommen, bis wir zum Sektor 5 angekommen sind. Big Swatch und Jesse werden später zu uns stoßen. Also, bewegt euch! Der Reaktor ist einfach nur diesen Tunnel herunter. Ich hätte hier ganz gerne eine Map. Ja, gibt es hier eine Map? Es gibt natürlich keine Map. Wäre auch zu einfach, wenn es hier eine Map gäbe. Na gut, aber wir müssen jetzt gegen Fledermäuse kämpfen. Ich muss gerade nochmal schauen. War es nicht so, dass Barrett jetzt auch eine Waffe hat, die er tragen könnte? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir irgendwo Potions herbekommen und so weiter. Die sind so verflucht teuer. Das kann einfach nicht wahr sein. Jetzt verstehe ich auch, warum die 500 Lebenspunkte liefern. Die Dinger sind ja... sind sowas von notwendig. So, erstmal Potion auf Cloud, auf Tiefer. Und Barrett braucht noch keins, aber... was wir auf jeden Fall brauchen, ist Ausrüstung. Okay, hier gibt's nichts. Also normalerweise haben ja die Tutorial-Händler auch irgendwie coolen Kram, aber die haben einfach gar nichts. Hier ist einfach gar nichts. Der Kram ist einfach so unverschämt teuer, als dass man die hätte ausstatten können. Na gut. Na klar, da kommt ein Ariman um die Ecke. Da wussten die Leute, die dieses Spiel so ein Demake gemacht haben, was für Gegner hier eigentlich wirklich auftauchen dürfen und sollten und so weiter? Haben die Final Fantasy 7 vorher jemals gespielt? Ich glaube nicht, oder? So, wir laufen noch mal ein Stückchen weiter. Alter, was? Hey, komm. Nicht mal flüchten können wir. So unverschämt. Oh, stopp. Du greifst lieber weiter an. Hast du einen Randomizer an? Nee, da ist gar kein Randomizer. Leider ist da kein Randomizer, sonst hätte ich gesagt, ja, ganz sicher. Och, der hat... Warum hat denn der keine Magie mehr ausgerüstet? Die habe ich mir doch gar nicht abgenommen. Wie frech. Da
Das ist so übertrieben, ne? Ah, aber zumindest ist jetzt die Kampfmusik richtig. Mir vorher auch gar nicht aufgefallen. Also ich frage mich echt, wie wir das Ganze hier, das ganze Spiel hier überstehen sollen. Weil das ist echt hart, ne? Das ist richtig, richtig knackig. Weil wir bekommen hier schon kaum Erfahrungspunkte in dem Spiel. Und jetzt bekommen wir noch nicht einmal die Möglichkeit, vernünftig Schaden zu machen. Wir haben nur einen Hauch an Items, die gerade so ausreichen werden, vielleicht, wenn überhaupt. Und die Kämpfe sind ewig lang. Die Gegner machen unglaublich viel Schaden. Ich meine, guck mal, wir haben schon 4 Potions wieder verbraucht. Das ist so ein unfairer Stuff. Finde ich zumindest. Ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt. Also ich würde fast sagen, wir machen das etwa so wie bei Sailor Moon Another Story mit dem Leveln. Ja, wenigstens etwas. So, wir haben ein Stärke Plus bekommen. Könnten wir tiefer geben. Damit es vielleicht ein bisschen mehr Schaden macht. Aber wir können hier schon wieder alle. Jetzt müssen wir echt noch ein bisschen rauszögern. So, was mich hier echt noch ein bisschen abnervt, ist, warum hat Barrett kein Earth mehr angehabt, also keine Erde mehr Erdenmaterie angehabt. Das will mir irgendwie nicht so ganz im Sinn. Vor allem, dass wir auch nicht mal flüchten konnten, ne? Ist ja auch so eine riesengroße Frechheit. Weil die haben... Der hat gerade eben zweimal über 100 Lebenspunkte verloren. Der hat alleine... Dieser eine Gegner hat 300 Lebenspunkte. So viel hat jeder einzelne meiner Charaktere. Gerade so. Und die machen hier einfach Multi... Shots ohne Ende. Alter Verwalter, meine Damen und Herren. Na gut, Cloud hat zumindest gleich ein Level up. Tiefer braucht noch ein bisschen und Barrett sowieso. Werden die Erfahrungspunkte eigentlich unter den Leuten aufgeteilt oder behält einer die Erfahrungspunkte? Ich weiß es nicht. Ah, diese Lichter sind Shinras Security-System. Da können wir nicht durch. Wir müssen woanders weiter. Oh, ey. Vermutlich da lang. Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. What the hell war das denn auf einmal für ein Schaden gerade? Wie maßlos übertrieben sind denn bitteschön die Crit-Zahlen, die hier kommen? Der hat auch 300 Lebenspunkte, ne? Das wird echt nicht besser hier. Ich poker jetzt mal ein bisschen mit dem Cloud. Und hoffe einfach, dass wir damit irgendwas noch gebacken bekommen. Fehlt einfach.
Wow. Einfach nur wow. Also ich habe schon über 1200 Gil in Potions gesteckt. Es ist ein verdammt kleines Loch. Du willst doch nicht aber sagen, dass ich mich da reinquetschen soll unter die Platte. Ganz sicher nicht. Was werden wir tun? Guck rein. Es sieht nicht danach aus, dass man darin stecken bleibt. Sieht wohl so aus, hättest du keine andere Chance, wa? Lass uns keine Zeit verschwenden. Wir wissen nicht, wann Shinra uns finden sollte. Cloud, du gehst jetzt voraus. Okay. Wir sind jetzt unterhalb der Platte. Wir müssen irgendwie versuchen, hier mit 10 Potions durchzukommen. Einen Reaktor detonieren zu lassen. Und vor allem nicht zu sterben. Oh, ja, GG. Oh, hi, Nishida. GG. Ich würde sagen, hier machen wir einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Das ist ja unverschämt, dieses hier.